so, haben wir da Fry-Drinks? Ja, Drinks nicht, aber eine Fry-Soup. Darf ich mal probieren? Natürlich, eine Kürbiskokossuppe. Mm. So wie es sein soll. Lecker. Ohne Zusatzstoffe, keine Päckchen, kein Zucker. Einfach eine naturbelassene, vollwertige Sache. Das ist auch das, was ich hier eben vertreten möchte. Clean Eating, hast du schon mal davon gehört? Waage. Waage. Da kannst du heute noch richtig was lernen. Clean Eating ist ganz grob gesagt auch so ein bisschen dem Paleo angehaucht. Also eben dieses vollwertige, naturbelassen, so ein bisschen wie die Omi es früher gemacht hat. Und da ist mir ganz wichtig, heute ein bisschen zu inspirieren, Leuten zu zeigen, gesund geht definitiv lecker. Also ich muss so verstehen, du hast eine Kooperation mit der Schreinerei Würzburger. Genau. Die stellen hier aus und du nutzt es einfach, um zu kochen. Genau, ich nutze es, um zu kochen, um zu inspirieren, um mehr auch Leute zu akquirieren, um zu zeigen, auch über meine Kochkurse halt bekannter zu werden, das Konzept bekannter zu machen und einfach meine kleine Herzensangelegenheit, das Clean Eating, mehr in der Welt zu verbreiten. Dann würde ich sagen, ich will erstmal die Küche sehen, wenn die so toll ist. Und dann will ich was gekocht haben. Ja, gerne. Da haben wir jetzt einen Dinkel-Vollkornteig. Schlicht und einfach, auch keine großen Spielereien. Mir ist es eben wichtig, dass es jeder nachkochen kann. Dass man nicht großartig viele Produkte immer zu Hause haben muss, sondern dass es schlicht und einfach ist. Was kommt jetzt da rein? Ein Dinkel-Vollkornmehl ist da drinnen. Ja. Da ist Hefe drinnen. Da ist Salz und Wasser. Also, kein Gluten. Da Gluten ist drin, dadurch, dass es ein Dinkelmehl ist. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, mit einem Buchweizen oder Ähnlichem zu arbeiten. Und dann kannst du da auch glutenfrei backen. So. Gleich drei für das ganze Team. Genau. So, und jetzt? Jetzt geht es nur noch ab in den Ofen. Da mache ich immer 220, 250 Ober-Unterhitze. Kommt halt ganz auf deinen Ofen an. Ne? Also das ist natürlich ein flottes Gerät hier. Da hast du auch wirklich eine gute Temperatur und das recht flott. Wo kann man dich denn sonst finden, außer auf der Messe mit deiner Küche? Mich findet man online über meinen Foodblog. Damit habe ich auch Anfang des Jahres angefangen, dass ich sage, ich gebe eben meine Erfahrungswerte, meine Rezepte, meine Ideen erstmal weiter. Jetzt seit September habe ich mich selbstständig gemacht und habe dort eben auch Kochkurstermine und so weiter integriert. Also da findest du mich, da kannst du Fragen stellen, da erreichen mich die Leute und da kommt auch der meiste Input rüber. Bitte einmal probieren. Super. So lecker. Nicht schlecht, ne? Sehr schön, freut mich. Dankeschön. Tolles Konzept. Wo soll es bei dir hingehen in Zukunft? In Zukunft möchte ich gern mich hier oder mit dem Clean Eating in München natürlich mehr etablieren. Ich möchte meinen Bekanntschaftsgrad natürlich erhöhen und dadurch dem Clean Eating oder meiner Herzensangelegenheit die Möglichkeit geben, mehr Leute zu erreichen, mehr Leute zu unterstützen, zu inspirieren und mehr Leute ein bisschen auf den richtigen Weg auch zu bringen, was eben das Ernährungskonzept und das eigene Wohlbefinden angeht. Dabei wünsche ich alles Gute. Dankeschön. Bis zur nächsten Messe. Jo, mach's gut. Tschüss. Ciao.